Träume. Ein Hörspiel von Günter Eich. Musik Siegfried Franz. Am 1. Juni 1949 wurde in Dortmund ein Kind mit zwei Köpfen und drei Armen geboren. Bei diesem Anlass wurde die Behauptung aufgestellt, die Missgeburten bei Menschen und Tieren hätten seit den Abwürfen von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und seit dem Atomversuch von Bikini zugenommen. Der zuständige Standesbeamte hatte indessen lediglich die allerdings schwierige Frage zu entscheiden, ob eine oder zwei Geburten zu registrieren waren. Der Atomversuch von Bikini fand am 1. Juli 1946 statt. Die Atombombe wurde unter Wasser zur Explosion gebracht. Es war bei Beginn des Versuches nicht bekannt, wie weit sich die Kettenreaktion fortpflanzen würde. Es wird in Zukunft die Aufgabe der Wissenschaft sein, experimentell festzustellen, unter welchen Umständen jegliches Leben auf der Erde unmöglich und damit die Wissenschaft überflüssig wird. Die Atombombe verhält sich zur Wasserstoffbombe wie eine Steinschleuder zu einem modernen Flakgeschütz, ächtet deshalb die Atombombe. Im Handbuch für Stabsoffiziere, Ausgabe 1980, werden Sie folgende Sätze lesen. Der Abwurf von Bazillen über feindlichem Gebiet ist eine veraltete Kriegsmaßnahme. Sie ist nicht wirkungslos, kann aber nicht als kriegsentscheidend angesehen werden. In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Schlossermeister Wilhelm Schulz aus Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich angenehmen Traum, der übrigens mit dem bisher Gesagten nicht das Geringste zu tun hat und auch sonst nicht ernst zu nehmen ist, da der inzwischen verstorbene Wilhelm Schulz nachweislich magenleidend war. Schlechte Träume kommen aus dem Magen, der entweder zu voll oder zu leer ist. Es war 4 Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten. Die Standuhr schlug 4. Du erzählst immer dasselbe. Das ist langweilig, Großvater. Aber wer war es, der uns holte? 4 Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? So wärmst du uns deine Vergangenheit jeden Tag auf. Sei still und schlaf. Ja, wer waren die Männer? Gehörten Sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform, die ich nicht kannte. Es war eigentlich keine Uniform, aber sie hatten alle 4 die gleichen Anzüge. Ich glaube bestimmt, dass es die Feuerwehr war. Das sagst du immer. Aber warum sollte einen die Feuerwehr nachts aus dem Bett holen? Und in einen Güterwagen sperren. Das ist doch nicht merkwürdiger, als wenn es die Polizei gewesen wäre. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das Leben, das wir bis zu jenem Tage geführt hatten, war eigentlich viel merkwürdiger.
Weiß Gott, es muss ziemlich merkwürdig gewesen sein. Am Ende ist das Dasein im Güterwaggon das Gewöhnliche. Ach, still. Das darfst du nicht sagen. Ja, seid still da. Dieses dumme Geschwätz. Komm näher, Gustav. Wärme mich. Ja. Es ist kalt. Rück auch näher, Alter. Ich taug nicht mehr viel zum Wärmen. Hast du etwas Wasser für mich? Wie lange ist es her, dass wir unser Haus verlassen mussten? Wie lange ist es her, dass wir in diesem Wagen fahren? Tja, keine Uhr, kein Kalender. Aber die Kinder sind inzwischen groß geworden. Und die Enkel sind groß geworden. Und wenn es etwas heller ist... Du meinst, wenn Tag draußen ist? Wenn es etwas heller ist und ich dein Gesicht sehen kann, dann lese ich aus den Falten, dass du ein alter Mann bist und ich eine alte Frau. Es sind sicher an die 40 Jahre her. Ja, ja, so lange ungefähr. Leg deinen Kopf auf meinen Arm, du liegst ja so hart. Ja, danke. Sag mal, kannst du dich erinnern? Es gab etwas, was wir Himmel nannten. Und Bäume. Aha. Hinter unserem Haus, da stieg der Weg etwas an. Bis zum Waldrand. Und auf den Wiesen, da blühte im April der Löwenzahn. Löwenzahn? Ja. Was du für merkwürdige Wörter gebrauchst. Löwenzahn. Erinner dich doch. Eine gelbe Blume. Die Wiesen, die waren doch gelb davon. Und in den Stängelwänden, da war ein milchiger weißer Saft. Und wenn der abgeblüht war, dann saßen wollige weiße Kugeln auf den Stängeln. Und der gefiederte Same, der flog davon, wenn man hineinblies. Das hatte ich ganz vergessen. Aber jetzt erinnere ich mich. Erinnerst du dich an die Ziege, die wir im Stall hatten? Ja, die weiß ich noch. Ich habe sie ja jeden Morgen gemolken. In dem Schlafzimmer, da stand der Kleiderschrank. Und ich hatte einen dunkelblauen, guten Anzug gesehen. Warum denke ich bloß daran? Als ob der dunkelblaue Anzug das Wichtigste, das Beste gewesen wäre. Na, was war denn das Beste? Alles war gut. Die Akazie vom Haus und die Himbeeren am Zaun. Das Beste war, dass wir glücklich waren. Aber wir wussten es nicht. Wie hieß die Blume, von der du vorhin sprachst, die gelbe? Löwenzahn. Löwenzahn. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Was hat denn die Kleine? Was hast du, Frieda? Sie sprechen immer von gelben Blumen. Sie sprechen immer von Sachen, die es nicht gibt. Ich möchte eine gelbe Blume haben. Ach, das kommt von deinem Gerede, Großvater. Das Kind will eine gelbe Blume haben. Niemand von uns weiß, was das ist. Es gibt keine gelben Blumen, mein Kind. Aber sie erzählen es immer. Das sind Märchen, mein Kind. Märchen? Märchen sind nicht wahr. Das solltest du dem Kind nicht sagen. Es ist doch wahr. Na, dann zeig sie doch her, deine gelbe Blume. Ich kann sie nicht zeigen. Das weißt du. Das ist also Lüge. Muss es deswegen Lüge sein? Nicht nur die Kinder. Uns alle machst du verrückt mit deinen Erzählungen. Wir wollen diese Märchen nicht kennen. Wir wollen nicht wissen, was du dir Tag und Nacht zusammenträumst. Es ist nicht geträumt. Es ist das Leben, wie es früher war.
Stimmt das nicht, Alte? Ja, das stimmt. Gleichgültig, ob es stimmt oder nicht. Meinst du, wir werden glücklicher davon, wenn du uns erzählst, dass es einmal schöner war? Dass es irgendwo schöner ist als bei uns? Dass es etwas geben soll, was du gelbe Blumen nennst? Irgendwelche Wesen, die du Tier nennst? Dass du auf etwas geschlafen hast, was du Bett nennst? Dass du was getrunken haben willst, was du Wein nennst? Och, alles Wörter, Wörter. Was sollen wir damit? Man muss es doch wissen. Man kann doch nicht aufwachsen ohne eine Ahnung von der wirklichen Welt. Es gibt keine andere Welt außer dieser hier. Außer diesem Käfig, in dem wir leben? Außer diesem ewig rollenden Eisenbahnwagen? Ja. Schwachen Wechsel von hell und dunkel. Sonst nichts. Und dieser schwache Lichtschein? Woher kommt der? Durch die Klappe. Durch die man uns das Brot reinschiebt. Das schimmelige Brot. Brot ist immer schimmelig. Weil du kein anderes kennst. Nun hör mal zu, mein Enkel. Wer aber schiebt das Brot herein? Das weiß ich nicht. Also gibt es doch etwas außer diesem Raum, wo wir sind. Ja. Es wird nicht besser sein als das hier. Es ist besser. Also wir wissen nichts davon und wollen keine Fantasien darüber hören. Das hier ist unsere Welt. In der leben wir. Sie besteht aus vier Wänden und Dunkelheit und rollt irgendwo hin. Ich bin sicher, dass draußen nichts anderes ist als die gleichen dunklen Räume, die sich durch die Finsternis bewegen. Er hat recht. Wir glauben nicht an die Welt, von der ihr immer redet. Ihr habt sie nur geträumt. Haben wir nur geträumt, Alte? Ich weiß es nicht. Schaut euch um, keine Spur von eurer Welt. Wenn sie nun recht hätten. Mein Gott, es ist schon so lange her. Vielleicht habe ich das wirklich alles geträumt. Den blauen Anzug, die Ziege, den Löwenzahn. Und vielleicht weiß ich das alles nur von dir. Ja, wie kamen wir denn in diesen Wagen? War es nicht 4 Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten? Ja, die Standuhr schlug 4. Ach, jetzt fängst du die Geschichte wieder von vorn an, Großvater. Da, guck doch mal da! Was ist mein Kind? Da, am Boden! Glühender, glänzender Stab. Aber man kann ihn nicht anfassen. Besteht aus nichts. Ein Lichtstrahl. Irgendwo hat sich ein Loch in der Wand gebildet. Und ein Sonnenstrahl fällt herein. Ein Sonnenstrahl? Was ist das? Glaubt ihr mir jetzt, dass draußen etwas anderes ist als hier? Und wenn ein Loch in der Wand ist, müsste man doch hinausschauen können. Ja. Gut. Ich schaue hinaus. Was siehst du? Ich sehe Dinge, die ich nicht verstehe. Beschreib sie. Ich weiß nicht, welche Wörter dazugehören. Warum schaust du nicht weiter hinaus? Nein, ich habe Angst. Ist es nicht gut, was du siehst? Es ist fürchterlich. Ja, weil es neu ist. Wir wollen das Loch verschließen. Was? Ihr wollt die Welt nicht sehen, wie sie wirklich ist? Nein, ich habe Angst. Wir wollen das Loch verschließen. Nein, lass mich hinaussehen. Sieh hinaus, ob es die Welt ist, von der du immer sprichst. Was siehst du? Es ist die Welt draußen. Sie fährt vorbei. Siehst du den Himmel? Siehst du Bäume? Ich sehe den Löwenzahn. Die Wiesen sind gelb davon.
Es sind auch Berge und Wälder. Oh mein Gott. Kannst du es ertragen, das zu sehen? Aber etwas ist anders. Warum siehst du nicht mehr hinaus? Die Menschen sind anders. Was ist mit den Menschen? Vielleicht täusche ich mich. Sieh du hinaus. Ja. Was siehst du? Das sind keine Menschen mehr, wie wir sie kannten. Siehst du das auch? Nein, ich will nicht mehr hinaussehen. Es sind Riesen, sie sind so groß wie die Bäume. Ich habe Angst. Wir wollen das Loch verschließen. Ja, wir wollen es verschließen. So. Gott sei Dank, dass es wieder ist wie vorher. Es ist nicht wie vorher. Nein, es ist nicht wie vorher. An was können wir jetzt noch denken? Die Erinnerungen machen mir Angst. Seid mal still. Merkt ihr nichts? Was? Was hast du, Frieda? Merkt ihr es nicht? Etwas hat sich verändert. Ja, die Welt draußen. Nein, hier bei uns. Warum hast du geweint? Ich weiß nicht. Etwas hat sich verändert. Das Kind hat's gemerkt. Ich weiß, was es ist. Spürt ihr es nicht? Wir fahren schneller. Ja, wir fahren schneller. Was kann das bedeuten? Ich weiß nicht was, aber bestimmt nichts Gutes. Man müsste herausfinden, ob die Geschwindigkeit nun so bleibt. Oder? Oder ob sie noch größer wird. Horch! Es wird immer schneller. Ja, es wird immer schneller. Ich glaube, es geschieht ein Unglück. Hilft uns denn niemand? Wer denn?